Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Curious Expedition. Ja, und wir wollen eigentlich gleich los und weiterspielen und tja, so wie es aussieht, leben wir gerade live mit, was es bedeutet, eine Alpha zu spielen. Denn wir versuchen hier auf Continue Game zu klicken und leider funktioniert das nicht. Das heißt, vermutlich sind unsere alten Spielstände weg. Das war aber zu erwarten. Es ist eine Alpha-Version. Was soll man sagen? So ist das halt, wenn man eine Alpha spielt. Und deswegen sind wir zwar traurig, dass wir Madame Curie in die Weiten der digitalen Alpha-Version verloren haben. Andererseits können wir dann natürlich auch die anderen Charaktere ausprobieren. Und das werden wir jetzt auch mal tun. Und ja, ich würde sagen, wir starten deswegen mal ein neues Game. Und oha, wen haben wir denn da alles? Wir hatten nämlich, glaube ich, beim letzten Mal schon ein paar Charaktere freigespielt aufgrund der Challenges, die wir haben. Und das heißt, uns stehen weitere Personen des 19. Jahrhunderts zur Verfügung. Und zwar ganz neu dabei ist Frederick Courtney Sellers. Vermutlich spreche ich es richtig aus, bin mir nicht ganz sicher. British Explorer, Officer und World Famous Big Game Hunter. Also eine Art Großwildjäger. Sehr unsympathisch. Aber was soll man machen? Diese Leute gab es halt, da kann man nichts machen. So, dann haben wir außerdem Joan Huizinga. Ich habe keine Ahnung, ich spreche den bestimmt total falsch aus. So ist das, wenn man keine Ahnung hat von Anthropologie. Er ist nämlich Anthropologist and one of the founders of modern cultural history. Alright. Interessante Person, die vermutlich total gut ist, um irgendwie Relikte oder so zu finden. Keine Ahnung. So, dann hätten wir noch Amelia Earhart. Aviation Pioneer and the first female aviator to fly solo across the Atlantic Ocean. Eine sehr coole Frau, die Flugzeuggeschichte geschrieben hat. Sie ist die erste Frau, die es geschafft hat, mit einem Flugzeug alleine über den Atlantischen Ozean zu fliegen. Respekt. Und das im 19. Jahrhundert, absoluter Wahnsinn. Außerdem haben wir da noch Freya Stark. Spricht man vermutlich so aus. Daring Travel Writer and Discoverer of the Fabled Valleys of the Assassins. Klingt sehr mysteriös und interessant, muss ich sagen. Und ich tendiere dazu, wieder eine Frau zu nehmen, weil das schon ganz interessante Persönlichkeiten sind. Und hier so ein Großwildjäger geht mir nicht so, finde ich nicht so beeindruckend. Hier Richard Francis Burton, er ist natürlich ganz interessant. Ja, so der klassische Haudegen, Heroic Adventurer with excellent knowledge of languages and cultures. Sehr gebildete Persönlichkeit, könnte man machen. Aber ich glaube, ich entscheide mich für Johann Huizinga, denn wir hatten vorher eine Frau. Jetzt würde ich sagen, nehmen einfach wieder einen Mann. Fairerweise. Anthropologist and one of the founders of modern cultural history. Impetus reduces the base sanity cost for traveling. Ah, gut, es scheint ein guter Reisender zu sein. Dann würde ich sagen, legen wir los mit Johann. Und ja, was haben wir denn zur Auswahl? Wir haben zur Auswahl Südamerika. Und zwar The Magnificent Grasslands, a well-balanced region consisting mostly of white grasslands. Sieht so aus, als wäre das so ähnlich wie das eine Grassland, das wir mal hier um China rum hatten. Da würde ich sagen, hadern wir nicht lange. Ja, wie ihr seht hier, Expedition Number 1 of 5 Fame 120 ist also wieder alles zurückgesetzt, beziehungsweise wir fangen wieder von vorne an. Und das tun wir dann auch mit Start Expedition. So, die Wolken ziehen sich zur Seite und wir sind wieder hier am Start. Choose if you want a random or a custom track. Jetzt würde ich ja mal fast sagen, da wir das letzte Mal Random Track genommen haben, nehmen wir diesmal Custom Track. Auch wenn ich keine Ahnung habe, was eigentlich bedeutet und auf die Gefahr hin irgendwie irgendwas falsch zu machen. Wir klicken einfach mal drauf und gucken, was passiert. Das ist ein Let's Test, darum geht's. So, set up to 3 units you wish to take on your expedition. Sehr gerne, Nummer 1 haben wir ja. Das ist hier unser Johann. Sehr lustig da oben links im Eck, wenn ihr das seht. Dann, wen können wir denn noch gebrauchen? Da haben wir einmal den britischen Soldier. Den kennen wir schon aus den Episoden zuvor. Wenn ihr die noch nie gesehen habt, lohnt sich anzuschauen. Da lese ich auch alle Texte nochmal vor. Bei den Sachen, die ich schon mal vorgelesen habe, werde ich vermutlich nur selbst dann nochmal lesen, wenn ich es einfach auch nochmal selber wissen will. Dann haben wir den Scottish Soldier. Das ist der mit dem Whisky. Der braucht Whisky, um ordentlich zu funktionieren. Dann ein Missionar. Ein Segelsmann, ein Sailor, a hard and experienced sailor of the known seas, increased effectiveness of cost and flares, ah ja, das war das.
einen Persian Translator, Parsi Trader, einen Koch und einen Esel. Das letzte Mal war der Esel eigentlich sehr praktisch und den würde ich jetzt auf jeden Fall auch wieder dazu nehmen. Außerdem jemanden, der sich mit Waffen auskennt, und zwar den schottischen. Und dann würde ich sagen, hier noch einer dieser Charaktere, die irgendwie besonders cool sind. Das war hier mal eigentlich ein ziemlicher Schisser, der Missionar. Überraschenderweise der Sailor ist natürlich cool. Left Click, was haben wir denn hier? Das waren die Kosten Flares. Und eigentlich wollte ich das letzte Mal eine von den beiden nehmen. Und ich würde sagen, wir nehmen mal den Persian Translator oder den Parsi Trader. Parsi Trader. Okay, können wir noch jemanden nehmen? Nee, das war dann zu viel. Also, genau, die drei können wir nehmen. Dadurch, das sind eigentlich nur Männer an Bord. Ja, gut, sind hier eigentlich auch bloß Männer, aber bis auf die eine Übersetzerin. Okay, egal, vielleicht ist der Esel ja ein Weibchen, man weiß es nicht. So, wir gehen mal auf Deal und rocken los. Hier haben wir also unser Team. Schön animiert kommen die hier rein. Wen haben wir da nochmal? Kleptomania cannot resist the constant urge to steal objects. Okay, sehr geil. Was haben wir hier? Has a bad drinking habit. Okay, das ist natürlich wahr, aber was will man tun? So, dann können wir noch mit unserem Ruhm, den wir hier haben, 120, können wir uns schon mal vorequippen. Wir brauchen auf jeden Fall ein bisschen Whisky. Dann brauchen wir Bandagen. Ich würde sagen mindestens zwei. Und natürlich, weil sie es nicht verhindern lässt, ordentlich Munition. 6 ist, glaube ich, keine schlechte Zahl. Weil ich nicht genau weiß, wie das jetzt hier werden wird mit der Sanity, backen wir auch noch ein bisschen Schokolade, 1,20. Und wir könnten im Prinzip jetzt noch was hinzufügen. Genau, wir brauchen unbedingt Fackeln, würde ich sagen auch 2, damit wir, falls wir in eine Höhle gehen, die auch erkunden können. Und dann würde ich sagen, haben wir uns ganz gut ausgestattet. Wir müssen ja nicht gleich alles auf einmal ausgeben. Und let's go, Deal. Congratulations on equipping yourself for the track. Good luck from here on. Kann es sein, dass der Unterschied der war, dass vorher uns schon irgendwie so ein Set gegeben wurde, auch an Leuten, und wir jetzt praktisch das selber zusammengeklickt haben? Ich glaube ja. So. Okay. Haben wir denn schon Level? Sieht fast so aus, als könnten wir schon leveln. Auch wenn hier noch nichts steht. Egal. Wir machen mal Adventure Awaits. One of the natives told us about his home village. We thought that would be a good place to head towards. Continue. Auf jeden Fall, da gehen wir mal hin. Ist immer eine gute Geschichte loszulegen. Wobei wir nur einen Trading-Platz haben, sehe ich gerade. 0 Experience Points. So, unser Kompass ist erstaunlich. Nö, ist er nicht. Schwankt trotzdem ziemlich heftig, aber zumindest ist man so ein bisschen schon hier am Start. Und ich würde sagen, Enter Village. As we approached the settlement, the natives observed us with caution. They were kind and offered to help our cause. Wunderbar. Und ich würde mal sagen, wir machen auch in dieser Folge mal ein paar Sachen, die wir sonst noch nie gemacht haben. Zum Beispiel mal den Chef besuchen. Wir haben ja jetzt ja eine Übersetzerin dabei, oder haben wir den Trader genommen? Wir haben den Trader genommen. Trotzdem gehen wir mal zum Chef. Da waren wir nämlich noch nie. We were taken to the village elder. The elderly woman was a compulsive talker and told us about the best sights to see in the region, including a holy shrine which she marked on our map. Das ist sehr nett von ihr. While they remained courteous, we could tell that the villagers had become somewhat suspicious of us. Das kann ich verstehen. Und ich würde sagen, wir rekrutieren da noch jemanden von denen und dann verschwinden wir aber aus dem Dörfchen, bevor wir die zu sehr aggro machen. We sat down and discussed with the natives to find out if someone was interested to join our cause. We were not successful. However, one of the elder villagers offered us a healthy looking water buffalo. Ein water buffalo ist immer eine gute Geschichte. Den nehmen wir natürlich. We got a water buffalo. While we still felt welcome, we could tell that the villagers were not longer as willing to cater to our needs. Und darum werden wir das Dörfchen verlassen. Vielen Dank, liebe Eingeborenen. Hier ist unser wunderbarer Mr. Howard, Waterbüffel, alles klar. Mr. Macy, unser Donkey. Ja, und hier ist unser Team. Nasiruddin Shah. Shah, vermute ich mal. Jeder, der Arabisch kann oder so, kann oder Persisch, kann mich gerne korrigieren. Nasiruddin Shah. A wandering merchant of the Orient improves bargaining. Hätten wir auch handeln können. Okay, dann haben wir hier Johann Huizinga.
Das ist unser Boss. Und Aidan Morrison, Scottish Soldier. As much a tough warrior as a fine gentleman. Increased effectiveness of whiskey. Deswegen haben wir den hier eingepackt, alles klar. Und tschö, liebe Eingeborenen. We picked up the track and departed as a new Avenger awaited us. The natives thanked their gods as we left their village. The following days we caught glimpses of a village warrior behind us. Okay, wir haben die schon im Nacken sitzen. Müssen wir ein bisschen aufpassen. Wir haben aber 2 Experience Points bekommen. Stand hier gerade, aber ich sehe nur einen. Hier ist also der Schrein. Und wir sind aber hier oben, deswegen, nun ja, das ist jetzt nicht gerade um die Ecke. Wir werden mal so ein bisschen diesen Weg einschlagen und schauen, was sich so alles ergibt. Was haben wir hier? 9. Oh, was haben wir denn da gefunden? Enter Stone Circle. Sehr cool, vielleicht so eine Art Stonehenge. Ja, sieht sehr danach aus, könnten aber auch Backenzähne sein. Überdimensionale. We came across a stone formation that seemed to be man-made. We noticed inscriptions on each rock. Maybe they formed a kind of map? Das könnte sein. Wir untersuchen das aber nochmal genauer. We began to analyze the inscriptions and found that they would help us to gain insights into an area of our choice. Great, great. So, ich muss nochmal kurz hier was abchecken. Alles klar, wir sind auf der sicheren Seite. Select Area to Reveal. Sehr cool. Wir können jetzt wohl was aufdecken und unser Kompass oben rechts, der geht ja gut ab. Ich würde mal sagen, wir klicken mal. Eigentlich könnten wir mal hier hinklicken oder ich weiß nicht. Was ist denn klüger zu klicken? In der Nähe, wo wir jetzt langlaufen werden oder, weil wir werden da sowieso langlaufen oder wo wir hingehen werden. Da würde ich ja mal eher sagen, hier. Okay. After some effort, we successfully deciphered the inscriptions. With this knowledge, we were able to learn more about the surrounding area. Wunderbar. Dankeschön, liebe Steine, dass ihr uns etwas über die Geschichte erzählt. Was liegt denn hier eigentlich? Sind das Büsche und Blumen? Das könnte sein. Okay, wir leben mal. A group of native warriors appeared seemingly out of nowhere. Okay, jetzt geht's los. They must have been following us since we left their village. Their leader was furious about our actions and demanded that we pay tribute in compensation. Ich glaube, es ist gar keine schlechte Idee, Tribute zu bezahlen. Wir müssen 36 bezahlen. Dann geben wir doch mal eine Fackel, ein Stück Schokolade, ein bisschen Munition und einmal Matt. Dann nehmen wir ein bisschen Munition zurück. So, ja, das ist teuer. Da müssen wir wirklich jetzt ein bisschen aufpassen, dass wir überhaupt hinkommen. Aber es ist besser, wie sich mit den Einheimischen zu verscherzen, weil wir brauchen ihre Dörfer, um da zu pennen. Okay, wir machen das mal. Deal. We did not want to risk a confrontation. We were able to come to an agreement with the warriors. They disappeared as they had appeared. They disappeared as they had appeared quietly. Sorry für die Verlese. Es ist schon 22:30 in der Nacht und ja, danach gehe ich auch ins Bett. So, continue. Wir sind der Sache noch gerade noch so entgangen. Und ich würde sagen, wir gehen mal hier Richtung Fragezeichen. Vielleicht finden wir da was Cooles. Auf jeden Fall wahrscheinlich ein paar XP. Nö, was war denn da? Nix. Okay, dann gehen wir in diese Richtung, weil hier ist noch ein schönes Fragezeichen, das sich vielleicht lohnt zu erkunden. Tschüss. Wow, okay, cool. Wir haben richtig viel aufgedeckt gerade. Sehr geil. Dafür haben wir, glaube ich, auch ein XP bekommen. Hier haben wir ein Dörfchen, das wir gehen können. Und hier haben wir ein Healing Springs. Da wir momentan niemanden verletzt haben und hier aber scheinbar wohl ein Monster oder was kommt, würde ich sagen, was sagt der Kompass? Okay, alles gut. Wir gehen mal ins Dorf und werden mal ein bisschen pennen, weil unsere Sanity geht auch wieder ein bisschen runter. Enter Mission. Achso, ist eine Mission, alles klar. We went through the gate and were welcomed by an old missionary. He rejoiced at the sight of new faces, as they had been out here for quite a long time. Sehr cool, lass uns mal ein bisschen traden. Wir haben leider überhaupt gar nichts anzubieten, fällt mir mal gerade auf. Deswegen können wir das auch bleiben lassen. Stattdessen stayen wir mal overnight.
Der will einen Preis dafür? Alter. Ja, können wir nicht. Wir können dem echt nichts abgeben. Wir müssen leaden. Und dann gehen wir wohl doch eher zu den, okay. Das ist schon ein bisschen härter diesmal. Nachdem wir es hier mit den Jungs vom einheimischen Dorf ein bisschen angelegt haben. Na gut, gehen wir mal zu den Springs. We arrived at the place of outstanding natural beauty. The water tasted salty and steam rose from it. Its healing capabilities were more than obvious. Okay, und wir rest mal overnight, weil wir haben einiges... Oh, eine neue Geschichte kommt. We settled down, allowing everyone to rest. This night, Mr. Howard began to quietly whisper from time to time, as he was talking to someone that was clearly not here. Mhm. Da wird schon jemand etwas wahnsinnig. Die Natur kann mir ja so allerlei Dinge tun mit dem Menschen, wenn man sie nicht gewohnt ist. So, sleep. Mhm. Mist lay heavy on the land as we woke the next morning. Alles klar. Richtig viel sind wir jetzt nicht ausgeruht, aber wir müssen einfach los. Wir müssen ein bisschen was einsammeln. Und ja, da würde ich sagen, dann pesen wir auch gleich mal ein ordentliches Stück nach vorne. Wir müssen nämlich wirklich mal ein bisschen Strecke machen. So. Und haben dann hoffentlich auch mit unseren Entdeckungen wieder ein bisschen mehr Glück. So, wir gehen hier auf, genau, auf den Berg und sehen dann auch ein bisschen was. 4 XP haben wir hier. Was haben wir denn da? Hier ist eine was Neues hinzugekommen. Paranoid. Suffers from general distrust of others. Is anxiety and feels a constant threat when there is no one. Ach so, unser Wasserbüffel ist ein bisschen nervös. Nun gut. Oh, und wir haben ja sehr viel mehr Platz jetzt während des Wasserbüffels. Das ist natürlich sehr cool. Ja, hier ist nicht viel zu finden gewesen, aber wir sind hier auf diesem Berg hoch und haben deswegen ein bisschen mehr gesehen. Dann würde ich sagen, legen wir hier mal diese Strecke zurück, die 15. Schön, Aidans Tenderflyer haben wir gefunden. Schon lange her, dass wir einen Schmetterling gefunden haben. So, und dann würde ich sagen, unsere Sanity ist bedrohlich niedrig. Wir müssen unbedingt in die heilenden Quellen gehen und uns mal ausruhen. Oh, hier ist ein bisschen eine andere Beschreibung, oder? Likely from geothermally heated groundwater. Das ist neu. Und wir resten mal overnight. Und hoffen, dass wir jetzt wirklich mal so ein bisschen was... Oh, okay. We settled down, allowing everyone to rest. Aidan Morrison stole some whiskey and drank heavily. Soon afterwards, the others joined in the drinking. Ich bin mir nicht sicher, ob wir es erlauben sollen oder nicht. Ich würde mal sagen... Ab und zu muss man einfach auch mal ein Schlückchen trinken und feiern und deswegen sage ich allowed to drink, mal gucken, was passiert. The party was allowed to continue. After all the hard work, genau, the group deserved an evening of bliss, even if it would result in a splitting the hour next day. Sleep. Okay, das waren dann ein paar Tage mehr, so ich das sehe. Hat uns ein bisschen was gebracht und wir lieben mal, weil wir wollen unbedingt weiter zu dem Schrein, den wir empfohlen bekommen haben. Da finden wir vielleicht endlich mal was Cooles, was wir vielleicht benutzen könnten. We approached what appeared to be a decrypted shrine. The natives of the region had placed several sacrificial offerings in the outside. We found a stone portal, which would hopefully lead us to the shrine's secret. Enter the shrine. This was a truly awe-inspiring place. We found a mysterious artifact standing on top of an altar in the middle of the room. Investigate altar. Oha. It was a truly awe-inspiring place. We found a mysterious artifact resting on the... Haben wir gerade schon mal vorgelesen? Ja, ist doppelt, ne? Okay. Take it all. Oh, und das hat uns heftig Reputation gekostet. Das ist wohl wahr. We took the artifact from the altar. The moment we obtained the treasure, the earth began to shake wildly. We hurried outside as the shrine collapsed and huge mountains erupted from the ground. No! Oh mein Gott, was haben wir angestellt? We called together the group and departed. Habt ihr das gesehen? Überall, plötzlich, und wir sind in der Tat gefangen, glaube ich.
Ein Erdbeben brach aus, vermutlich, weil die Götter erzürnt waren über unsere Diebestat. Und ja, hier haben wir wunderbar rauchende Vulkane am Start. Und wir müssen dringend wieder zurück und auf jeden Fall erstmal zu den Healing Sprints und ein bisschen pennen. Das müssen wir auf jeden Fall tun, bevor wir die Strecke versuchen rauszugehen und den Bergen zu entkommen. We settle down, allowing everyone to rest. After we had prepared camp, we heard something in the bushes nearby. We were surprised to see natives wrapped in red robes, cautiously approaching our campsite. There was nothing we could do but sit and stare back at the natives. It was not too long before they moved away from our camp, and we lost sight of them as they vanished into the darkness of a nearby thicket. Wenn die uns nicht gleich, wenn wir schlafen, überfallen, heiße ich Hans Otto Peter. Okay, wir haben wohl Glück gehabt. Das war wohl nur eine Drohung. Ich glaube, wenn wir nochmal sowas machen wie mit dem Schrein, dann sind wir, glaube ich, dran. Und so unfassbar viel haben wir aber auch nicht gewonnen. Also so super effektiv sind die auch nicht, die Höhlen. So, jetzt gehen wir mal gleich hier lang. Ich glaube, hier kommen wir nämlich gar nicht raus. Und bevor hier noch gleich weitere Erdbeben uns komplett den Weg versperren, würde ich mal sagen, legen wir mal die 26 zurück. Oh, und da ist die Pyramide. Was haben wir denn für ein Glück? Unfassbar. Das heißt, wir können hier bereits unsere Mission beenden, denn wir haben wirklich nur noch wenig Sanity übrig. Unser Ansehen in der Region ist scheiße. Wir haben nicht wirklich viel gefunden, bis auf diesen Stein. Der hat uns aber echt Reputation gekostet. Und ich würde sagen, weil die Folge jetzt auch schon ein bisschen dauert, lösen wir unsere 8 XP ein und dann gehen wir zur Pyramide, oder können wir auch gleich gehen, und ja, beenden die Folge, exploren die Pyramide und schließen die Geschichte ab, finden dann auch noch nebenbei einen Adians Bizarre Skull Dragonfly, herrlich, wunderbar. So, und gucken jetzt mal, wo wir unsere 8 Experience Points unterbringen. Für Join Huizinga können wir leider nichts tun, immer noch Level 1, dann hätten wir Nazer Rudin Shaha, Parsi Trader, Level 1, A Wandering Merchant. Was könnten wir für den tun? Vermutlich Bartering 2, Decreases Prices when Bartering, was ziemlich gut ist. Dann Aiden Morrison, da könnten wir Increased Effectiveness of Whiskey machen. Weiß ich nicht so genau, ob ich das will. Und dann natürlich noch mehr Speicherplatz für den Mr. Howard, unseren Büffel, oder Mr. Macy, unsere geliebten Esel, der jetzt eindeutig ein Mann ist. Ich hätte ja gehofft, dass es vielleicht eine Frau ist, aber na gut. Aber ich glaube, Esel sind immer Frauen, kann das sein? Und Maultiere sind dann weiblich? Ich weiß es nicht, irgendwie sowas. Gut, wir müssen uns also entscheiden zwischen unserem Händler und dem Soldier, und ich tendiere arg zum Händler, weil wir werden schon noch ein bisschen traden. Das heißt, Level 4. Jawohl, das haben wir. Level up 8. Habe ich jetzt nicht aufgepasst, ob ich jetzt tatsächlich zum Einbruch der übergeben. Achso, geht nicht. Alles klar, ich habe verstanden. Ja gut, dann würde ich sagen, auf jeden Fall auch noch unserem Scottish Soldier. Wunderbar. Dann haben wir auf jeden Fall, sind wir glaube ich ganz gut ausgestattet. Und ich würde sagen, wir exploren. Jawohl, the Golden Pyramid. We successfully uncovered the Golden Pyramid. Enter the Pyramid. Well done. Choose a new perk for your explorer. Das werden wir tun, und zwar haben wir Black Market. Access more gear when equipping your track before heading out into the unknown. Das ist sehr interessant. Da können wir vielleicht auch neue Dinge bekommen und herausfinden, auf die wir vorher keinen Zugriff hatten. Das überlege ich mir schwer. Dann Heavy Carrier, das kennen wir bereits. Kann man mehr schleppen. Und Jungle Explorer kennen wir auch bereits. Reduced Movement Costs in Jungles. Jo, dann würde ich mal sagen, wir nehmen auf jeden Fall Black Market und machen einen Deal draus. Good luck on your future expeditions. Vielen Dank, und Finish Expedition. So, dann sehen wir jetzt die Zusammenfassung. Success, Current Fame. 26, echt nicht viel. Aber 150 bekommen wir für die Golden Pyramid. Wir haben eine Region analysiert. 25 Punkte dafür. 4 Schmetterlinge gefunden und haben 73 Tage gebraucht, kommt heraus 148. Da können wir nicht ganz so viel mitmachen.
Da waren wir das letzte Mal irgendwie besser dran. Aber man sieht schon, das Spiel entwickelt sich jedes Mal anders. Und das ist ja echt ganz cool. Wir gucken noch mal kurz auf die Map, wie wir hier gewandert sind. Wunderbar. Jetzt sind wir ja auch ganz gut rumgekommen. Die Region hätten wir so wirklich sparen können aufzudecken. Aber es hätte ja auch sein können, dass hier schon die Pyramide ist. Deswegen dachte ich, mach mal. So, aber gut, ja, ne, das war auch ganz knapp. Hier sind wir vorbeigekommen und knapp daneben war dann auch tatsächlich die Pyramide. Jo, schönes, knappes, schönes Abenteuer gewesen. Neuen Forscher kennengelernt, neue Eigenschaften kennengelernt und ein spannendes Abenteuer gehabt. Ich würde sagen, finish the expedition. Und als nächstes käme dran The Gwaha-Drylands. Wenn wir das tatsächlich auch nächstes Mal wieder bekommen, weil, wie wir schon rausgefunden haben, wird, ist das hier so ein bisschen random. Von dem her mache ich jetzt Save and Exit und bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen dieses Let's-Tests. Diesmal mit einer anderen Persönlichkeit. Wir haben es trotzdem geschafft. Ist ja auch wahrscheinlich so schwer bei Level 1. Vielen Dank fürs Zuschauen und vielleicht bis zum nächsten Mal. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen nach oben. Ansonsten würde ich mich über ein Abo freuen. Macht's gut und nochmals Dankeschön fürs Zuschauen. Tschüss!